Herzlich willkommen zurück aus der Mittagspause. Ich hoffe, Sie sind alle gut verpflegt und haben viel, aber nicht zu viel gegessen, denn es braucht ja jetzt doch noch ein bisschen Konzentration für den Nachmittag. Wir haben noch einige spannende Referate und Diskussionen vor uns. Und ja, es geht ja immer noch um das Thema Staat der Zukunft und digitaler Service Public. Und in diesem nächsten thematischen Block, den wir jetzt direkt eröffnen werden, geht es um einige mögliche Bausteine für einen digitalen Service Public. Und als erstes geht es jetzt um die EID. Und ja, seit dem Referendum über das erste EID-Gesetz ist viel passiert. Inzwischen arbeiten über 80 Personen an der neuen EID. Sie schaffen die gesetzlichen Grundlagen, entwickeln Systeme, sammeln Erfahrungen und mit Pilotprojekten pflegen den Kontakt zu zukünftigen Nutzerinnen etc. Wir haben heute diesbezüglich die Ehre und die Freude, Dr. Michael Schöll, Direktor des Bundesamts für Justiz, bei uns begrüßen zu dürfen. Michael Schöll wird uns einen Einblick geben in den aktuellen Stand der Arbeiten und unter anderem die Frage beantworten, welchen Beitrag die EID denn zum digitalen Service Public leistet. Herzlich willkommen, Michael Schöll. Vielen Dank, Frau Wespin. Merci. Ein gutes Mittagessen, das erste Referat am Nachmittag. Die Engländer sagen dem, you got the graveyard slot. Und es freut mich, dass Matthias Stürmer diesem Thema die Fähigkeit zutraut, sie wach zu behalten. Und ich will mich dem würdig erweisen. Meine Damen und Herren, Thema ist die EID. Und ich möchte gleich einsteigen mit dem Ausgangspunkt. Das war die Referendumsabstimmung vom 7. März 2021. Abgelehnt worden ist die ursprüngliche EID-Vorlage aus zwei Gründen. Erstens wurde diese EID von Privaten ausgestellt. Und zweitens war die Datenarchitektur nicht datensparsam. Es gibt in diesem Bild aber zwei weitere ganz zentrale Learnings. Und das Erste, was wir gelernt haben, ist, wenn Sie mit einem solchen Thema in der öffentlichen Debatte fachlich in die Defensive geraten, dann sind Sie geliefert. Sie kommen daraus nicht mehr zurück. In einer Parlamentskommission können Sie kritische Fragen beantworten. Forget it in der öffentlichen Debatte. Zweitens, digitale Infrastrukturen brauchen das Vertrauen der Öffentlichkeit. Vertrauen ist die Gewissheit, dass Sie sich auf etwas oder auf jemanden verlassen können. Und bei digitalen Infrastrukturen ist dieses Etwas, ist die Gewissheit, dass die Daten sicher und gut geschützt sind und dass die Privatsphäre, dass Ihre Privatsphäre heil bleibt. Und das ist ganz wichtig, wie man dieses Vertrauen überhaupt schützt, dass Ihre Privatsphäre im virtuellen Raum geschützt wird. Das also war in kurzen Worten die Ausgangslage. Der Auftrag vom Parlament ist gekommen. Wir wollen eine neue Vorlage. Die EID soll vom Staat kommen und jetzt beweisen Sie bitte, dass Sie das besser können. Wo stehen wir 3 Jahre später? Der Nationalrat hat in der Frühjahrssession die Vorlage mit sehr großem Mehr angenommen. Es war eine Art Begeisterung zu spüren, nicht? Ein kritischer Enthusiasmus. Und ich muss Ihnen sagen, als Gesamtverantwortlicher für das Programm bin ich mit dem einen Fuß auch sehr glücklich, dass das so gut gekommen ist. Aber wir sind nie überheblich, weil die Risiken eines solchen Programms, die Risiken seiner Unterprojekte, die sind beträchtlich und wir müssen dazu schauen, dass wir die nötigen Mittel investieren, um diese Risiken dauernd beherrschen zu können. Diese Infrastruktur muss jeden Tag beweisen, dass sie das Vertrauen verdient. Das Versprechen, das wir der Öffentlichkeit geben, das ich der Öffentlichkeit gebe, ist, dass wir jedem vernünftigen Einwand nachgehen. Und ich betone jedem und ich betone vernünftigen Einwand. Und das endet nicht, wenn das Gesetz durchs Parlament ist. Es endet auch nicht, wenn die Referendumsfrist abgelaufen ist, sondern diese Infrastruktur ist here to stay
und die Verantwortung, die wir haben, damit dieses Vertrauen aufrechterhalten bleibt, das bleibt. Das heißt nicht, dass uns keine Fehler passieren werden, aber wir werden daran gemessen, wie wir mit diesen Fehlern umgehen und wie wir öffentlich über diese Fehler kommunizieren und wir sie wieder einrenken. Ja, und der Artikel der Republik, der hat dann schon auch Spaß gemacht. Der Staat kann IT. Das war die zentrale Message, die ich der Steuerungsgruppe gegeben habe, nachdem die alte Vorlage, die wurde im Abstimmungskampf von den Bundesbehörden ja auch damit verkauft. Es wurde gesagt, das müssen Private sein. Der Staat kann das nicht. Und wir haben das Paradigma geändert. Der Staat kann das, wir können das. Frau Wesby hat es gesagt, mittlerweile tragen 80 Personen dieses Versprechen. Diese Personen, jede für sich, tun wenige Dinge hervorragend und jede für sich denkt für das Ganze und wir sprechen miteinander. Das ist zentral für den Erfolg in jeder organisationsübergreifenden Zusammenarbeit. Und was, und damit komme ich zum ersten Slide zurück, was ganz wichtig ist, dieses Gespräch führen wir nicht nur intern, sondern wir führen es vor allem auch mit der Fachöffentlichkeit, aber mit der Öffentlichkeit ganz generell. Kommunikation ist uns wichtig. Wir haben eben gesehen, wenn Sie in einer öffentlichen Debatte, zum Beispiel zu einem Referendum, fachlich in die Defensive geraten, ist die Sache gelaufen. Und das ist der Auftrag, den wir haben. Wir wollen und haben bis jetzt in den letzten 3 Jahren jeden vernünftigen Zwischenschritt mit Open Books gemacht, darüber kommuniziert. Wir haben geschaut, welche Foren, welche Gefäße sich eignen, um diese Diskussion adäquat mit den verschiedenen Betroffenen und interessierten Kreisen zu führen. Sie sehen, das sind einerseits öffentliche monatliche Videokonferenzen, es sind Konsultationen, es ist selbstverständlich dann einmal die Vernehmlassung zum Gesetzentwurf gewesen, aber wir haben zu allen wesentlichen Aspekten natürlich intensivst und breitestens Konsultationen geführt vorher. Ich kann Ihnen auch sagen, wir haben in der Kommission des Nationalrates, die Kommission hat Anhörungen durchgeführt und da gab es ganz wenige kritische Stimmen. Aber diese kritischen Stimmen gab es und wir haben innerhalb 2 Wochen sind wir mit diesen Leuten an den Tisch gesessen und haben gesagt, was sie gesagt haben, das ist für uns relevant und wir wollen dem auf den Grund geben. Dann wichtig ist auch den Sandkasten, den wir eröffnet haben, wo heute 30 Organisationen, private, aber auch Bundesbehörden mal diese Infrastruktur anfassen können, mal schauen können, wie könnte das funktionieren. Weil wir letztlich ab 26, wir können die tollste Infrastruktur haben, wenn sie niemand benutzt, dann haben wir keinen Erfolg gehabt. Und das ist extrem wichtig für den Erfolg des Gesamtprojektes. Aber wie gesagt, noch einmal, wir sind im Begriff und wir führen dieses Gespräch wirklich mit allen Betroffenen. Das ist ein enormer Aufwand. Es ist aber gleichzeitig eine Investition genau in dieses Vertrauen, von dem ich gesprochen habe. Und interessanterweise ist ja bei all den Blumen, die wir für die technische Architektur und für die Gesetzesvorlage erhalten haben, die größte Zustimmung haben wir für das Vorgehen erhalten, für diesen partizipativen Ansatz. Und vielleicht, wenn Sie das mitnehmen, gibt es bei Ihnen in der Organisation gibt es Projekte, die einen ähnlichen, nicht den gleichen, aber vielleicht einen ähnlichen Ansatz benötigen. Und das kostet Geld. Und das kostet Personal, aber das ist eine Investition, auf die Sie nachher bauen können. Jetzt aber ganz konkret, worum geht es eigentlich? Wir sprechen ja von der EID und um es kurz zu sagen, die EID ist schlicht und einfach quasi die Identitätskarte. Was die Identitätskarte in der analogen Welt ist, ist die EID für den digitalen Raum. Es ist die Identitätskarte oder der Pass oder der Ausländerausweis. Sie ist kein Login, kein Zugangsmittel, aber sie kann als Zugangsmittel zum AGOV, nämlich zum staatlichen Login, verwendet werden. Die EID ist freiwillig. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Wir haben uns hier wirklich von der Vorstellung in der analogen Welt leiten lassen. In der Schweiz ist niemand verpflichtet, einen Pass zu haben oder eine Identitätskarte zu haben.
Und so soll es auch im digitalen Raum sein. Weiter gibt es einen Grundsatz aus der analogen Welt, den wir übernommen haben. In der Schweiz sind Sie nicht verpflichtet, sich jederzeit auszuweisen. Es gibt keinen Ausweiszwang in der analogen Welt und den soll es im virtuellen Raum ebenfalls nicht geben. Der Bundesrat will auch nicht, dass plötzlich Bürgerinnen und Bürger einen Smartphone-Zwang haben, dass sie quasi mit einer fußelektronischen Fußfesseln durch ihr ziviles Leben gehen müssen. Das ist die politische Voraussetzung. Und das mag jetzt als ein Detail klingen, aber es gibt in diesem Land mehrere hunderttausend sogenannte Offliners. Leute, die nicht wollen, die nicht können, sich mit der virtuellen Welt anfreunden und die gehören zur Diskussion. Wir müssen verhindern, dass es hier eine Spaltung gibt zwischen den Leuten, die quasi in der virtuellen Welt komfortabel unterwegs sind und sich daran freuen, den Fortschritt genießen, und den anderen, die sich ausgeschlossen fühlen. Und dieses Gefühl müssen wir ernst nehmen, muss die Politik ernst nehmen. Und auch das ist eine Aufgabe, an der wir permanent arbeiten müssen, dass unsere Bevölkerung mehr geeint ist, als dass sie gespalten ist. Nun ganz kurz, wozu dient die EID? Der EID ist eigentlich der Schlüssel, um den Bürgerinnen und den Bürgern komfortablere, medienbruchsfreie Behördendienstleistungen anzubieten. Sie bietet dort, wo sie eben sich tatsächlich identifizieren müssen, bietet sie eine sichere und datensparsame Identifikation. Und sie könnte die Grundlage sein für Innovation im Bereich der Behördendienstleistungen und darüber hinaus. Zur Architektur zwei Bemerkungen. Sie haben mit der EID die größtmögliche Kontrolle über Ihre Daten. Und wenn Sie bis hier bei mir gewesen sind, dann bleiben Sie noch einen Moment. Jetzt wird es nämlich einen Moment etwas technisch. Ich zeige Ihnen ganz kurz, wie dieser Vertrauenszyklus der Identifikation funktioniert. Hier gehen wir wieder zurück in die analoge Welt. Sie haben rechts, sehen Sie, die analoge Identitätskarte, die wird Ihnen ausgegeben. Sie behalten diese bei sich im Portfolio und solange sie dort ist, sieht niemand anders, welche Informationen auf diesem Kärtchen ist. Diese Kärtchen, also die Informationen, die werden Sie bei der Verifikatorin, rechts auf dem Bild, werden Sie das ausstellen. Und zur Sicherstellung der Sicherheit gibt es gewisse Sicherheitsmerkmale. Sie sehen, dass wir diese Logik auf die EID übertragen haben. Sie sehen rechter Hand, ich denke immer, dass Sie seitenverkehrt das sehen. Sie sehen linker Hand die Ausstellerin, das ist das Bundesamt für Polizei Vetpol. Weshalb Vetpol? Weil die auch heute die Pässe und die ID-Karten ausstellen. Sie erhalten als Bürgerinnen und Bürger die EID auf Ihr Smartphone in ein Wallet und dann kann sie eben vorgewiesen werden über einen QR-Code von der Verifikatorin. Und dann werden Sie sehen, damit das Ganze vertrauenswürdig funktionieren kann, sind die hier rot markierten Infrastrukturelemente vonnöten. Die sind relativ komplex. Dazu, sie im Einzelheiten zu erklären, bin ich nicht die richtige Person. Aber Sie sehen, dass man hier sehr viel Aufwand investiert hat, um hier eine gute Lösung zu finden. Im Zentrum dürfte sicher stehen, was Sie oben in der Mitte sehen, nämlich dieses Wallet. Das kennen Sie vielleicht von Ihrem Smartphone, wo Sie Flugtickets bereits ablegen können. So ähnlich wird sich das anfühlen, wenn Sie dann die EID haben. Und weil diese Infrastruktur so komplex und ehrlich gesagt auch so aufwendig ist, hat der Bundesrat ganz früh entschieden, dass diese Infrastruktur nicht nur dazu benutzt werden können soll, die EID zu tragen, sondern im Prinzip beliebige digitale Credentials. Und damit, das wird dazu führen, dass aus den verschiedensten Lebensbereichen Sie digitale Nachweise in dieser Infrastruktur halten, ausstellen, überprüfen und revozieren können werden. Und jetzt ist es so, wir haben das bei anderen abgeguckt. Man sagt ja, think big, start small. Und deshalb haben wir uns gesagt, wie könnten wir diese Infrastruktur mal an echt lebenden Menschen ausprobieren, mit limitiertem Schadenspotenzial, mit einer kleinen Kohorte idealerweise digital affiner Menschen. Und da sind wir auf den
elektronischen Lernfahrausweis gekommen, und zwar im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Also Lernfahrausweis, da ist der Durchschnittsalter ist so um die 18, 19, 20. Und da ist also die Crew ist in die großen Metropolen des Kantons gereist, das sind Teufen und Herisau, und haben, nachdem die Prüflinge diese Prüfung bestanden haben, waren sie im Nebenraum und konnten beobachten, wie die, eben die künftigen diese Lernfahrausweisinhaber, die konnten wählen, wollen sie das elektronisch oder nicht, und die meisten haben das gewollt. Wir haben heute etwa 80 ausgestellte Lernfahrausweise. Und das ist ja auch wichtig, wenn man so große Infrastrukturen aufzieht, dass man im Kleinen schaut, ob das, wie das funktioniert, wie die Leute damit umgehen. Und da kommt mir immer wieder in den Sinn, wir haben unserem Sohn, der war damals 4 Jahre, haben wir erklärt, weißt du, in England, da fahren die Autos nicht rechts, sondern links. Und entsprechend ist das Steuerrad nicht links, sondern rechts. Und da hat er gesagt, fahren denn in England die Frauen Auto? Und auch das ist eine Frage, wie der User typischerweise mit einer Vorgabe umgeht. Und das haben wir hier sehr gut machen können. Im Moment ist hier alles im grünen Bereich, und das ist eine sehr gute Sache für das Projekt gewesen. Wichtig ist, Sie sehen, das geht, dieses Projekt, dieses Programm geht ganz weit über die EID hinaus, weil es eben die Vertrauensinfrastruktur umfasst, sagen viele Fachleute, dass es eigentlich ein Treiber für die Digitalisierung an sich sein kann. Ich bin von Amtes wegen dazu verpflichtet, hier etwas bescheiden zu sein. Es ist denkbar, wenn es so ist, dann soll es so sein. Unsere Verpflichtung ist, dass das in sicherer Weise geschieht und dass die Architekturbausteine, dass die von bestmöglicher Qualität sind und wie gesagt, dass wir dieses Versprechen an die Öffentlichkeit halten möchten. Sie sehen, die ganze Vorgabe ist eine Art, wir haben das hier Operation am offenen Herz genannt. Das ist eine, wenn Sie das so wollen, sehr, sie ist in ein sehr komplexes Gebiet von Themen, von Fragen eingebettet. Das geht über die Staatssicherheit und Außenpolitik. Es geht über die Frage des Staatsverständnisses. Was ist überhaupt die Rolle des Staates im Bereich der digitalen Infrastrukturen? Das ist das Hauptthema der heutigen Tagen. Und dann geht es weiter über Datenschutz zu Fragen der proprietären Hardware und so weiter. Sie sehen das hier. Wo stehen wir mit dem Zeitplan? Sie sehen, dass wir bereits, also der Zeitstrahl hier beginnt mit der Volksabstimmung. Wir haben dann unten, sehen Sie, das blassgrün gezeichnet, die auf den Aufbau der Pilot und der Systeme. Sie sehen dunkelgrün oberhalb der Zeitstrahl, sehen Sie die parlamentarische Phase. Wir sind hier jetzt im Zweitrat, im Ständerat, sind zuversichtlich, dass die Verabschiedung des Gesetzes noch dieses Jahr gelingen sollte. Das, um Ihnen einen Einblick davon zu geben, wo wir hier stehen. Die erste EID sollte dann ausgestellt werden können, anfangs 2026. Ich freue mich sehr darauf. Ich hoffe, das hat für Sie einen Überblick geben können über dieses Programm. Und ich stehe für Ihre Rückfragen jetzt sehr gerne zur Verfügung. Merci vielmals. Ja, vielen herzlichen Dank, Michael Schell, für die Übernahme dieser eben ein bisschen undankbaren Aufgabe, direkt nach dem Mittagessen zu sprechen. Aber ich glaube, es war so praxisangewandt, dass man irgendwie doch gut dabei bleiben konnte. So ging es mir jedenfalls. Und ich bin sicher, es gibt einige vielleicht Fragen, Anmerkungen, Kommentare. Vielleicht traut sich jetzt auch niemand, weil alle noch ein bisschen darüber nachdenken, wie diese neue EID dann aussehen wird. Ja, gerne. Hallo, wir haben heute Morgen ja ein Votum gehört, dass es manchmal sinnvoll wäre, wenn der Staat einfach mal was vorgibt und sagt, so ist es jetzt. Ich verstehe Ihre Aussage nicht, dass Sie sagen, dass ein Einfall und ein digitaler Fußfessel ist. Das konsterniert mich komplett bei der Flächenabdeckung, die wir haben. Das kann ich verstehen, dass Sie das so empfinden, aber es macht aus einer politischen Optik macht es einen riesen Unterschied, ob bei der Flächenabdeckung, die wir haben, jeder das freiwillig tut oder ob
jeder das tun muss. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich alles verstanden habe akustisch. Ich sage mal so, der Staat gibt mir ja genügend vor, wo ich muss, oder? Und ohne iPhone kann ich ja heute schon sehr viele Sachen gar nicht mehr machen. Also deswegen irritiert mich das komplett, wenn der Bundesrat so eine Überlegung macht, weil das macht es nur wieder kompliziert. Statt dass man jetzt sagt, es ist eine Zeitenwende, jetzt macht man etwas anderes und es kommt halt eine neue Technologie. Und dann haben wir noch auch die Geschichte mit Swiss ID, wo man sich den Nutzen ja manchmal auch überlegen muss, was soll das? Also, darf ich Sie zurückfragen, was würden Sie anders machen anstelle des Bundesrats? Sagen, es gibt jetzt die EID. Und dann würde das den Pass und die physische ID ersetzen? Genau. Es gibt ja jetzt heute in Europa schon Plattformen, wo ich meine jetzige ID, meine Schweizer ID registrieren lassen kann und europäisch zertifizieren lassen kann, für den Fall der Fälle, ich meine ID im Ausland beispielsweise verliere. Also da sehe ich manchmal einfach diese Hirnwindungen, kann ich manchmal nicht so ganz verstehen, ganz ehrlich. Also nicht despektierlich jetzt gemeint, aber das ist manchmal ein bisschen typisch schweizerisch, sage ich jetzt mal. Also ich kann sagen, die EID ersetzt die physische ID-Karte und den Pass und den Ausländerausweis nicht. Es gibt keine Absichten, in diese Richtung zu gehen. Leider ist jetzt Claudine, glaube ich, nicht mehr hier, weil heute Morgen hatten wir auch diese Diskussion eben ein bisschen über, was ist denn politisch machbar und was nicht. Ich glaube, da gehen wahrscheinlich einfach die Perspektiven auch auseinander. Gibt es weitere Anmerkungen? Ja. Gerne hier oben. So. Petra Kauer von Switch. Ich wollte fragen, es gibt ja diverse andere Identitätslösungen, die bereits seit ein paar Jahren laufen, Sektoridentitäten vor allem. Ab wann werden denn diese die Möglichkeit haben, an EID anzudocken? Grundsätzlich will die EID nichts ersetzen. Also insbesondere die Frage stellt sich immer wieder, Kantone haben kantonale Identitätslösungen. Die Kantone können daran festhalten, sie können das weiterlaufen lassen. Das kann parallel zur EID funktionieren. Die Idee ist, dass die EID so gut und so sicher ist, dass die Kantone über die Dauer dann quasi die EID einbauen werden. Wie gesagt, Produktivsetzung ist geplant auf Anfangs 2026. Im Bereich AGOV haben wir bereits zwei Pilotkantone, ich glaube sogar mehr Pilotkantone, die jetzt laufen, drei Pilotkantone, darunter Zürich, die seit Anfang dieses Jahres die EID für das AGOV einsetzen, das AGOV zusammen mit kantonalen Lösungen einsetzen. Hier ist auch ein gestaffeltes Ausrollen ist geplant. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wenn es sie denn gibt, ja. Mas Reichmüller, Swissein. Bis wann denken Sie, dass der Technologieentscheid bekannt gegeben werden kann, auf dem die EID rausgegeben wird? Gemäß Fahrplan steht Q1 2024 und ja. Manchmal geht das der Frühling bis im Sommer. Das kommt in den nächsten Wochen, sollte das entschieden werden. Aber auch da, nicht wahr, die Alternativen, die wir prüfen, die sind ja quasi extensiv diskutiert worden, auch im GitHub. Da haben wir eine Konsultation durchgeführt. Wir haben, glaube ich, an die 90 Stellungnahmen erhalten, und zwar nicht irgendwelche Stellungnahmen. Also wir haben dort wirklich eine Auswertung vornehmen können. Wir können auch sagen, dass es gibt sehr, sehr valable Gründe in die eine Richtung wie in die andere Richtung. Und am Schluss muss man schauen, welcher Entscheid ist zukunftsfähiger, welcher Entscheid schließt so wenige Türen wie möglich und ist trotzdem einfach auch aus Sicht der Datensicherheit, Datensparsamkeit optimal. Aber
Wir haben uns auch diesen Entscheid nicht leicht gemacht und versucht, möglichst viel Tageslicht und gesammeltes Wissen im Land in diesen Entscheid einfließen zu lassen. Das heißt, wir haben den Primeur jetzt knapp verpasst heute, aber wir dürfen gespannt noch ein paar Wochen warten auf die Publikation dieses Entscheides. Vielen herzlichen Dank für den Besuch. Michael Schöll, herzlichen Dank, es hat uns sehr gefreut. Danke, Frau Westby.